So, und je später der Abend, desto doller die Vortragsthemen. Ihr werdet das gleich verstehen, denn unsere nächste Wissenschaft, hör auf zu lachen. Warum sitzt du denn da eigentlich? Warte. Warte jetzt. Ich muss das, hab das vorbereitet. Also, unsere nächste Wissenschaftlerin ist nicht nur Doktorandin am Naturkundemuseum Berlin, sondern auch noch wissenschaftliche Volontärin am Naturkundemuseum in Stuttgart. Und wer so viel gleichzeitig macht, der muss natürlich auch das krasseste und abgefahrenste und, wie sagt man, zügelloseste Thema des Abends bieten. Es handelt sich hierbei nämlich um das bizarre Sexualleben der Windenglasflügelzikade. Hier ist für euch mit einem tosenden Applaus Susanne Grube. Und schon mal ein mega Applaus, wer Windenglasflügelzikade beim ersten Mal sagen kann, das ist schon mega. So, genau, mein Name ist Susanne Grube, mit diesem Nachnamen blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als nach Stuttgart zu ziehen. Ich freue mich immer über Plakate am Bahnhof wie Grube muss weg, Grube muss raus, Grube lügt. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn heute auch wieder, ach, sind Sie die Tochter vom Chef? Ja, deswegen sitze ich in der zweiten Klasse mit Bahncard 25. So viel zu mir. Grundsätzlich, ich bin Biologin, genauer gesagt Entomologin, noch genauer, ich bin Bioakustikerin. Ja, ich forsche quasi oder ich belausche Insekten vorm und beim Sex. So, da waren jetzt ein paar Fremdworte drin, zum einen Sex für die Physiker von vorhin. anderen vielleicht auch das Wort Entomologe, für alle anderen. Man selber denkt ja immer, man ist völlig normal in seinem Gebiet, nicht wahr, Christoph? Bis man die Reaktion von Kollegen merkt. Also stelle ich mal ganz kurz die Berufsgruppe des Entomologen vor. Das ist nichts anderes als der gemeine Insektenkundler, sprich der, der sich mit den sechsbeinigen Tierchen beschäftigt. So, den Entomologen erkennt man eigentlich ganz einfach daran, dass er A, seinen Kopf immer im Netz hat und B, schlecht angezogen ist, was uns wirklich und tatsächlich in der Biologie den Beinamen Physiker der Biologen eingebracht hat. Jetzt war's aber auch. Und jetzt mal ein kleines Faktenwissen, wirklich, die Insekten sind, ob man es will oder nicht, die erfolgreichste Organismengruppe überhaupt auf unserem Planeten. 80% aller Tiere sind Insekten, das heißt, sie sind überall zu finden und wo die sind, da sind wir auch. Das ist also egal, ob oben in den Bäumen oder unten auf dem Boden. Das hier in dem Fall ist mein Mann, der hier vor einer Wanze auf die Knie geht, von mir noch nie. Und wenn man jetzt denken könnte, hier, komisches Gebaren, das würde uns sozial irgendwie isolieren, weit gefehlt. Wir sammeln auch gerne in Gruppenkreisen. Das sind wirklich und tatsächlich 5 Akademiker, 50 plus, auf der Jagd nach einer Wanze und die hatte keine Chance. Probleme hat der Entomologe eigentlich nur, wenn er auf einen Organismus trifft, der mehr oder weniger als 6 Beine hat, so wie hier ein Huhn, was bist du denn? Bis er merkt, ach scheiße, passt nicht ins Netz, egal, machen wir weiter. Und jetzt ist die große Frage natürlich, mit welchen von diesen vielen spannenden Tieren von 80% aller Tierarten beschäftige ich mich? Mit diesen hier. Spannung steigt. Ja, yeah, ist am Siedepunkt, ich merke das. Das sind Zikaden. Wer kennt denn Zikaden? Ja doch, und wahrscheinlich immer als so lästige Krachmacher im Urlaub im Süden, ne? Ja, in dem Fall ist es so, da singen nur die männlichen Tiere bei diesen Zikaden. Also wenn man sie hört, dann sind es die Männchen, was im alten Griechenland auch zu dem Satz führte, glücklich sind die Zikaden, denn ihre Weiber sind stumm. Fand ich doof. Habe ich gesagt, gucke ich doch mal genauer, ob nicht vielleicht auch jemand anders was singt. Fun Fact nebenbei, der Lautstärkerekord im Tierreich an landlebenden Tieren liegt bei so einer Singzikade in Australien mit 126 dB. Das ist etwa so wie ein startender Jumbojet nebenan. So, also, da singen nur die Männer, fand ich doof, die sind groß, die kann man hören. Nö, dachte ich nämlich was anderes. Und zwar so eine kleine Zikaden. Davon gibt es in Deutschland über 630 Arten, aber die wenigsten kennen sie. Vielleicht noch diesen Vertreter hier, das ist die Rhododendron-Zikade. Ich nenne sie liebevoll Ninja-Turtle. Ne, unschwer zu erkennen, hier gelbes Köpfchen mit dieser schwarzen Augenbinde. Jeder, der ein Rhododendron hat im Garten oder draußen, die so ein bisschen krüppelig aussieht, das sind die Tiere, die dran schuld sind.
Die sind vielleicht maximal so einen Zentimeter groß und wenn man da so näher rangeht, dann sieht man, die sind so lustig so an der Seite so weglaufen. Auch schön. So, also über 600 Arten und die sind nicht nur hier so psychedelisch bunt, man hat die also auch in durchsichtig. Wir haben die bei uns in dick, wir haben die in dünn, wir haben die mit kleiner Nase, krummer Nase, langer Nase, wir haben sie mit großen Punkten, kleinen Punkten, vielen Punkten, wenig Punkten, wir haben sie quer gestreift, längs gestreift, beides gestreift, wir haben sie im sexy Leoparden-Look, in Lack und Leder, wir haben sie vorne von hinten, wir haben sie gut getan, schlecht getan, wir haben sie seltsam, seltsam, seltsamsten, von vorne von hinten, ganz komisch, seltsam, komisch, noch komischer, böse, hier böse, 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 böse oder ganz süß. Sprich, wir haben von den Tierchen, wie gesagt, super, super viele. Das nennt man übrigens Biodiversität. Die gilt es zu kennen und auch zu schützen. So, von diesen unfassbar schönen vielen bunten Tieren, welche sind jetzt die, die mein Herz erobert haben? Die hier. Ja, ich merke, es ist schon wieder die Spannung am Kochen, aber das ist die Windenglasflügelzikade. Hier haben wir ein Pärchen in Erfüllung ihres Lebensauftrages, nämlich der Kopulation. Das prominente Dicke in der Mitte, das ist das Weibchen. Hinten dran, schlaff aber glücklich, hängt das Männchen. Warum tut es das? Das Männchen schiebt während der Kopulation seine gesamte Genitalarmatur einmal in das Weibchen hinein und das ist ein ganzer Millimeter. Ja, ja, lachen. Das Tier hat nur 4 mm Gesamtgröße. Jetzt lacht mal. So. Warum jetzt ausgerechnet diese Tiere, die übrigens bis zu 1,5 Stunden kopulieren? Weil sie das hier verursachen im europäischen Weinbau, die sogenannte Schwarzholzkrankheit. Ich hab's also nicht mit Bier, ich hab's mit Wein, warte heute noch auf ein Weinstipendium, was bei mir aber nicht angekommen ist. So, also, über 80% Ertragsausfall teilweise bei den Biobauern in Europa. Und das Spannende bei den Tieren ist gewesen, man hat so beobachtet, wo kommen die her, die Evolution. Sie haben sowohl ihre Ursprungspopulation in ehemaligen Jugoslawien und haben dann die Balkanroute genutzt, um nach Deutschland zu kommen. Und das ist auch gut so. Jetzt haben sich aber so die Alpen aufgetan, die standen diesen Tieren im Weg. Sprich, sie mussten zirkumalpin einmal östlich, einmal westlich der Alpen rum. Und was ist passiert? Die Tiere, die ihren Namen von ihrer Wirtspflanze haben, nämlich der Ackerwinde, also Windenglasflügelzikade, sitzen die plötzlich in Deutschland nicht mehr nur auf der Ackerwinde, sondern fressen auch an der Brennnessel. Ja, yeah, spannend, nicht wahr? So, jetzt ist so der Moment, wo ich den Christoph in mir rauskomme und sage, ja geil, als Biologe ist das total cool, wenn auf einmal so ein ganz wirtstreues Vieh plötzlich auf einer anderen Pflanze sitzt, einer ganz anderen Pflanze, da muss doch was passiert sein, da muss doch was in der Genetik los sein, lass uns nachschauen. Vielleicht haben wir nämlich hier in dem Fall nicht nur eine Art, sondern schon zwei. Und in Zeiten des Artensterbens ist es unfassbar für einen Biologen, der Evolution live beim Evolvieren zuzuschauen. So auch hier, es gab also eine ganze Menge genetische Analysen, molekulargenetische Analysen noch dazu. Und die Antwort war, vielleicht. Vielleicht kommt in der Wissenschaft ziemlich häufig vor, es ist aber unglaublich schlecht, um Folgeanträge zu stellen. Also gab es jetzt die nächste Möglichkeit, komm, wir brauchen jetzt jemanden, der in der Lage ist, noch ein schönes, biologisches, stabiles Merkmal heranzuziehen, um klarzumachen, haben wir hier ein oder zwei Arten. Was liegt bei der Zikade also näher, als sich den Gesang anzuschauen? Denn wenn die unterschiedlich singen, dann verstehen sie sich, da passiert auch nichts, da kann alles zusammenpassen. Aber wenn der eine sagt, Wuli Bukushia weg Mosses war und der andere ist Russe und sagt so, dann war's das auch. So, also hat die Suse gedacht, nimmt sie das Mikrofon, belauscht die Viecher, man kennt es ja bei den Großen, müsste funktionieren, tut's natürlich nicht. Sonst stünde ich nicht hier. Nein, ich muss was anderes machen. Diese Tiere sind so klein, sie hat 4 mm Fruchtfliegengröße. Fruchtfliegen singen übrigens so. Hört man nur nicht. Warum? Weil sie so klein sind. Sie sind nicht in der Lage, Luftschall zu produzieren. Sie bewegen stattdessen ihren gesamten Körper. Und wenn sie das tun, ja, dann werden die Schwingungen des Körpers über die Beine, ja, auf den Boden übertragen. Ja, und das hört man auch und das spürt man. Das sind Vibrationen. Gibt es in Ulm eine U-Bahn? Ja, noch nicht, komm, wie in Karlsruhe, kenne ich, ja, ja, kommt irgendwann, ne? Aber da würde man es auch unten drunter so durchdonnern hören, man könnte sagen, oh, da fährt eine U-Bahn, wie schön, wir haben eine U-Bahn. Ne, die Zikade könnte sagen, boah, eine U-Bahn mit 63 km/h Richtung Nord-Nord-West, es sitzen 50 Insassen drin, 3 davon männlich, mit einem Kontostand über 500.000, potenzielle Paarungspartner. So, wir hören nur U-Bahn. So, also, Problem, ich kann die nicht aufnehmen mit einem normalen Mikro, was mache ich? Ich benutze Laser. Da kommt die Physik ins Spiel. Das ist ungefähr Lasertech im Weinbau. Nur, dass hinten die Suse vorne die Zikade sitzt. Und was ich mache, ich richte also eigentlich nur den Laser auf die sich vibrierende Zikade und kann diese Signale hörbar machen. Das ist ähnlich das Prinzip wie von einem Laser im CD-Player. Auch der Laser im CD-Player nimmt an der CD ja diese Oberflächenstrukturen wahr und kann die umwandeln. So, was kommt da? Also eigentlich sieht es natürlich so aus, total langweilig und ganz seriös. Was kommt raus? Das Spannung. Ich kann es bunt machen.
Immer noch keine Spannung. Okay, dann gucke ich mir das Ganze genauer an. Ich will ja rausfinden, singen die Tiere, die an der Ackerwinde und an der Brennnessel singen, sitzen unterschiedlich. Und dann höre ich mir das an. Sieh, es klingt wie ein Frosch, ne? So, ist aber eine kleine Zikade. Schön, dass ich mich gerade nur freue. Dann vergleiche ich die und denke, oh, sie sehen doch ein bisschen ähnlich aus, ne? Ich kann ja jetzt keinen Gutenberg machen, was mache ich? Ich gucke mir das Ganze genauer an und zähle mal nach, aus wie vielen Pulsen und Interpulsen das Ganze so besteht und habe festgestellt, wow, es gibt einen Unterschied, ich nenne ihn Zebra-Effekt. Wieso, weshalb, warum? Wir sehen hier definitiv zwei Zebraarten, ne? So, kann man ganz klar am Streifenmuster erkennen. Das linke hat weniger, aber dicke Streifen, rechts weniger, viele, aber dünne. So, insgesamt haben beide die gleiche Länge und haben den gleichen Schwarz-Weiß-Anteil, nur das Arrangement ist ein anderes. Ja? Und so wie es auch in der Optik hier funktioniert, geht es auch in der Akustik, ganz klar. Also, das, was noch viel spannender rauskam, ich konnte also sagen, ja, sie sind definitiv, also vielleicht, auf dem Weg, zwei Arten zu werden. Was aber noch so ein Sidekick-Effekt war, das war viel cooler, die Tiere übertragen ja diese Krankheit im Weinbau und ich habe herausgefunden, dass die kranken Tiere signifikant anders singen als die gesunden. Und das hat einen ganz tollen, großartigen evolutionsbiologischen Effekt, nämlich den Einfluss von Parasiten auf die Evolution überhaupt. Das heißt, Krankheiten verändern in dem Fall den Gesang. Genau wie bei Menschen auch, zum Beispiel bei Krebs, diese Zellen, diese entarteten Zellen, auch die Biochemie verändern, was zum Beispiel Hunde, die trainiert werden, wahrnehmen können. Das heißt, auch die Akustik kann man, wie hier die Chemie bei den Hunden, dazu wahrnehmen, also benutzen, irgendwann mal in der Humanmedizin Krankheiten zu erfüllen. Und ich weiß, die Zeit ist ab, wir müssen Interruptus machen, aber jetzt kommt ja das, was... Setz dich! Zum eigentlichen Thema, und zwar der Kopulation. Ich habe ja gesagt, das bizarre Sexualleben, das ist wirklich ganz, ganz interessant. Ich würde also ganz kurz mal vormachen, wie diese Tiere auch gesanglich sich paaren. Das Problem ist, ich kann das nicht allein. Ich bin ja kein Physiker. Das heißt, meine Frage ans Publikum, okay, einen gab es noch, ist, wer wäre dann bereit, mit mir hier vorne auf der Bühne Zikadensex zu haben? Komm, Christoph. Das ist aber jetzt... Mensch, der Max hat sich freiwillig gemeldet. Der hatte auch noch anderthalb Minuten gerade übrig. Also nochmal einen herzlichen Applaus für Max. Entschuldigung. Guck mal, ich mach's auch ein bisschen romantisch für uns, ja? So. Was der Max nicht weiß, was wir aber alle gelernt haben, bei den Insekten ist das Weibchen ja etwas größer und dicker. Das heißt, Max ist in dem Fall das Weibchen. Und ich bin das Männchen. Da du das Weibchen bist, musst du auch überhaupt nicht viel machen. Du musst einfach nur hier stehen und gut aussehen. Du drehst dich so ein bisschen ins Profil, mal so hier. Also andersrum, so, ne? Also mein Po zu mir, genau. Du machst nichts. Ich werde jetzt mit allen möglichen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, als Zikade versuchen, dich anzubalzen. Du wirst nicht reagieren bis zu einem ganz bestimmten Signal von mir. Ich sag jetzt, 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 ja? Und dann machst du Folgendes. Das Einzige, was ein Weibchen macht, um zu zeigen, ja, okay, Kopulation, du machst Mörp. Das ist dein Signal, ja, Mörp. Und streckst dabei den Hintern raus. Wir wollen ja dieses Bild erreichen von vorne. Ja, kriegst du das hin? Wir machen mal 1, 2, 3. Mega, wenn das nicht mal ein heißes Weibchen ist. Okay, es geht los. Zikadendisco Teil 1. Das vorhin schon gehörte Quark, das heißt nichts anderes im Kontext als Hallo oder wer ist hier sonst noch? Ne? Also in der Disco würde es ungefähr so aussehen. Quark. 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 Sie lässt sich nicht beeindrucken, ist ja auch okay. Jetzt haben die noch ein zweites Signal, sogenannten Courtship Phrase. Das heißt, ich zeige mal, wie potent ich bin. Also ein sehr gleichförmiges Signal, was unfassbar lange imitiert werden kann, stundenlang. Das geht ungefähr so. Drr, 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 drr. Sie lacht, aber findet es noch nicht heiß. Da kann ich noch einen Gang zulegen, und zwar, ich will wirklich. Sie lacht noch weiter, aber immer noch nichts. Und jetzt kommt die berühmte Situation, jetzt kommt ein anderer Typ daher. Ja? Der will mir mein Mädel streitig machen und fängt an, vielleicht mit der so rumbalzen zu wollen, gesanglich. Jetzt habe ich die Möglichkeit, als Männchen ein solches Störsignal auszusenden. Das geht ungefähr so. Jetzt findest du mich heiß. Jetzt habe ich es dem anderen gezeigt und habe ihn vom Blatt gekickt und jetzt findest du mich heiß. Und jetzt gleich, ne, mache ich Folgendes. Quark. Yeah! Kopulation, Happy End! Danke. Das war Max. Vielen Dank.